Und damit Hallihallöchen und willkommen zurück hier bei Ark. Immer noch mit dem Wiesel. Joho. Ja, so schmutzig kann es gehen. Ja. Genau. Immer noch auf der Suche nach einem zweiten LKW. Ja. Allerdings habe ich mir mal zwischendurch mal einen Parasaurus wieder geholt. Oder bin gerade dabei. Damit ich ein etwas schnelleres Reittier habe, wenn ich irgendwie nur Leder oder sowas besorgen möchte. Weil dann ist die Schildkröte einfach zu langsam. Ja, das stimmt. Weil man kann ja auch tatsächlich vom Tier aus schießen. Okay. Und ja. Die Kröte ist einfach zu langsam, weil es gibt ja Tiere, die rennen einfach instant weg. Gut, ja. So wie der Pachi, der läuft einfach weg. Sobald du den einmal gehittet hast, rennt der. Ja, gut. Ist dann stimmt. Ungünstig. Aber eigentlich bin ich immer noch auf der Suche nach einem zweiten LKW. Eigentlich. Halt. Ja, eigentlich. Oder auch für so Suchaktionen ist die Schildkröte meines Erachtens einfach zu langsam. Ja, das ist wohl in dem richtig. Stroh haben wir hier. Holz haben wir da. Hast du den zweiten Schrank aufgestellt? Nein, noch nicht. Ich will gerade mal noch für uns ein bisschen weiter Plattform herstellen, also, damit okay. Wir demnächst bald unser Haus mal vergrößern können. Ich hab nämlich noch ein bisschen Leder bei. Okay. Und nirgendwo mehr Platz für Leder. Naja, warte, ich stelle ihn gleich auf. Weil Fasern brauchen wir aktuell gar nicht, würde ich sagen. Nö. Nee, Level up, geh. Ja, wir wollen ja auch dann irgendwann mal den Brontosaurus reiten. Genau. Und da freue ich mich schon drauf, weißt du das? Das glaube ich dir. Der ist zwar nicht schnell unterwegs, aber aufhalten tut dich so schnell nichts mehr. Ja, ja. So. Drehen wir mal noch den Nennsruf. Ich komme angewackelt. Das wird hier noch nicht, ich weiß nicht. Nee, das wird noch nichts. Passt der denn hier dazwischen? Das war schön. Nein. Soll ich LKW gleich mal mitnehmen und hin und wieder mal was Stein einsammeln? Ja, das wäre gut. Die Idee ist gut. Also ja. Mach das bitte mal. Was hat der mir hier? Mein Durchlauf hier. Boah, hab ich getan. Zugepflastert. Kannst du nur. Ich kann's halt. Ich nehme auch mal das Fernrohr mit. Falls ich etwas sehe, was ich gerne killen möchte. Oder mitbringen möchte. Auf was hast du eben geskillt, den Brachi? Ich glaube. Keine Ahnung. Warte mal, was habe ich ihm jetzt gegeben? Da fragst du mich gerade was. Ja, ich guck gerade mal. Der hat noch 2 Punkte. Soll man ihn mal auf Beweglichkeit setzen? Ja, mach mal. Dass der Herr ein wenig schneller wird. Ja.
Nein, man hört es gar nicht. Ist ja schon geil, so ein fettes Vieh zu haben, ne? Ja. Weil er ist ja doch nicht der Schnellste. Also er wird ja doch immer so der Nachzügler sein. Ja. LKW, kommst du? Da kommt der LKW, ja. Boah, ja. Neben LKW sieht ja alles extrem klein aus, ne? Ja. Stein, 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 Stein. Müll. Allerdings, dann müssten wir auch genug Platz haben für Steine, ne? Jo. Also momentan haben wir gar keinen Stein mehr. Gar keinen? Ich hab jetzt gerade den ganzen Stein, den ich hatte, schon wieder verarbeitet. Okay. Also, ja. Und dann, ja, bis dahin habe ich Platz, glaube ich. Gebt mir Mühe. Ja, ich meine, so schnell ist er ja nicht voll. Nee, ist richtig. Deswegen. Komm, mein Kleiner. Hat er eigentlich schon mal ein Häufchen gesetzt? Nein, also gesehen habe ich noch nicht, dass er ins gesetzt hat. Ich glaube, übersehen kann man das nicht. Ich denke auch. Doch, wir brauchen doch noch ein bisschen Platz. Und ich merke gerade, unser Kompost oder unser Futtertrog steht total im Weg. Echt? Ja. Da, wo ich jetzt das Haus hinbauen will, steht genau der Futtertrog. Na gut, das einzige Doofe ist, dass der so viel Metall braucht, ne? Und hörst du uns hier unten rumrennen? Ich glaube schon, ja. Da stampft immer irgendwas, ne? Mhm. Stampf, stampf. Ach du Scheiße. Da geht ein bisschen was rein. Ja, das glaube ich. So.
Dumm. Am Strand ist gerade eine Schlägerei. Okay. Und da brach ich mich mit. Oh, schön. Die hatten mal das Bedürfnis, einen Triceratops zu zerflippen. Okay. Oh, Narkobären haben wir jetzt. Eine Jungpflanze. Oh. Ui. Schön, wie sieht's hier aus? Oh, und bei der hier auch. Oh. Ja, schön. Das ist aber eine. Ach, auch nochmal Narkobären. Na gut. Zack, 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 zack. Also wir bringen jede Menge mit. Nur zu. Der Braschi hält sich aber aus vielem raus. Mhm. Wenn du den Braschi nicht direkt sagst, greift das Ziel an, hält er sich eigentlich raus. Okay. Hat er da keinen Bock drauf. Netter. Er hat noch mehr friedliche Sorte. Ja. Alter. Ich weiß nur eins, wenn der Brachi läuft, kannst du nichts treffen. Nee. Klack, klack, klack. Ich wollte gerade sagen, hat der Brachi jetzt einen ziehen lassen oder was? Ich hörte nur. Direkt mal checken, ob der Brachi es war. Alter!
der Brachi hat sich gerade mal nicht rausgehalten. Richtig. Alter Schwede. Der semmelt einmal mit dem Schwanz zu und du siehst das Fliegen nur noch fliegen. Okay. Das war gerade echt böse. Ach, da drüben seid ihr unterwegs, ne? Ah ja. Aber ich bring dir den Brachi jetzt gleich hoch. Okay. Mit ein bisschen Stein. Ein bisschen steif. Betonung liegt auf ein bisschen, oder? Ja, ja. Na gut, der hat jetzt Stein, Feuerstein und Metall. Okay. Aber das meiste ist halt Tatsache Stein. Nein, ich hab mich überladen. Entweder backt er da gerade fest oder ich hab ihn überladen. Hm. Ja, ein bisschen was von beidem. Mensch, jetzt leg da mal eine Schippe drauf da hinten. Thank you.
Hi. Jo, moin. Wo ist er denn? Fehlt doch schon wieder einer. Tja, Keine Ahnung, wo er schon wieder steckt. Hier hängt da unten fest, der muss ich holen. Wo hast du Platz für Stein gemacht? Noch nirgends. Da muss der frisch aufgestellte Schrank drunter leiden. Mal. Ja, da ist ja Leder drin erstmal. Ja, aber auch nicht viel. Ich muss eben den großen holen. Den großen dicken. Aha. Ach, er ist doch auf dem Weg. Ach, ne, dann ist doch gut. Dann ist doch alles schick. Und dauert nur noch 2 Stunden, bis er hier ist. Ach, du schmeißt da hinten die Bäume um. Ja, ne, warum ohne? Bäume wäre auch sowas schon. Da soll man auch nur Umwelt denken. Ist überbewertet. So. Wir gehören doch schon hier hinten. Na, Diggi, kommst du auch hier, oder? Na, es wird wünscht bei der steilen Wand. Ah, sorry, ich hab dich kastriert. Was machst du denn sowas? Ich kastriere gerade meine Kleinen hier mal durch. Ah, er kommt. Ja. Ich höre ihn. Gefällt denen zwar weniger, dass sie kastriert werden. Aber das macht mich nichts. Ich sehe einen Hals. Es bewegt sich. Wow. Es ist schon. Backt durch die Erde durch. Genau. Echt? Ja. Aber schon irgendwie beeindruckend, finde ich, wenn das hier in die Ecke kommt. Ja. Definitiv. Och, er hat noch ein bisschen Kreatin gesammelt unterwegs. Mhm. Ja, was machst du denn jetzt? Bleibst du da stehen, oder? Wo ist der Dicke? Na, hier unten, da kommt der, der nimmt die Böschung hoch. Aber mit dem Kopf im Gestein stehen, das kann man. Naja. Ich bin hier. Komm, put. Nicht drauf, mich drauf treten, bitte. Ich bin hier oben. Komm, mein Kleiner. Komm, hier solltest du rauskommen. Komm her, Putt. Komm hoch. Komm hoch, mein Süßer. Ich weiß, ist anstrengend. Du kannst gleich auch von mir aus den halben Wald abfressen. Ja, jetzt hast du es schwer gehabt, ne? Aber richtig schwer. Also wie gesagt, ich habe nur ein bisschen Stein dabei. Ein bisschen. Das Metal... Ja, du hast nicht definiert, wie wenig du brauchst.
Das stimmt, habe ich nicht. Also, das kannst du mir jetzt so nicht in die Schuhe schieben hier, bitte. Nö. Du wolltest einen Vorrat haben. Ja, das ist wohl richtig. Ich meine, man kann es ja auch erstmal im LKW liegen lassen, ne? Das stimmt. Kreatin hau ich dir direkt hier in die Kaffeemühle, ne? Ja, kannst du tun. Keine Narkos mehr drin? Irgendwann hatte ich doch noch Narkombeeren. Die werden beim im Futtertrog werden die jetzt. Also. Wir haben doch bestimmt irgendwo noch verdammtes Fleisch, oder? Genug, ja. Die letzte große Kiste. Oder der große Schrank, der letzte hinten. Gut. Dann werde ich mir nämlich mal ein bisschen Säfte erstellen. Okay. Klackla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 l
Eigentlich nicht mehr, oder? Eigentlich nicht mehr. Weil dann würde ich die fachmännisch entsorgen. Tun Sie das. Aber nur fachmännisch. Ja, ja. Alles andere wäre ja wohl Schweinerei. Oh ja. Guten Tag, Tag. Und Daniel, hast du mal auf Teilen geguckt? Nein. Du? Ja, gerade eben. Schlimme Sache das, ne? Wir waren dran, Ike. Du, ja. Meine Lieben, wir wollen es mal wieder nicht wahrhaben. Ich weiß nicht, irgendwie halbe Stunde, 20 Minuten, halbe Stunde Folge wird irgendwie schwer mit diesem Projekt. Habe ich das Gefühl? Ja, irgendwie ja. Von daher würde ich sagen, in meinem Namen verabschiede ich mich und sage mal Tschüss. Ich hoffe, euch macht das Projekt genauso viel Spaß wie es bei mir. Auch wenn hier mittlerweile lauter Dinos in der Gegend rumstehen. Okay. Plus ein Hochhaus. Ja. Ich sag nur noch Tschüss, richte das Wort noch an Wieso. Ja, ich schließe mich dem an, verabschiede mich von euch auch und ja, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein, ciao.